4.11.2006 spielten Hanna Gorik, diesmal ohne Hindoslam und Giftjob, ihr letztes Konzert im Offi-Haus Bad Eienwalde. Ganz am Schluss der Tour war ja noch ein Konzert, wo bloß Hanna Gorik gespielt hat, also ohne Giftjob und ohne Hindoslam, aber mit Hirsch. Der Laden an sich war sehr schick, also war echt sehr überrascht. Der erste Blick, wenn man so reinkommt, ist immer, ob ein Kicker da ist, war vorhanden. Dann war ja zur Bühne angeschaut, Backstage angeschaut, war alles ganz hübsch. Dann durfte ich die Leute von Hirsch kennenlernen. Oder musste sie kennenlernen, wie man es nimmt. Das ist sehr komische Quote. Also, Hirsch, das sind ein Vater und zwei Söhne. Respondek. Deswegen Hirsch mit 3 R. Wenn ich den linken Arm hebe, singen alle zweimal Sku. Englisch Sku. Wenn ich 2 hebe, müssen alle schreien. Also ungefähr so. Schreien. Wird auf den Saal so ziemlich leer gespielt. Also am Anfang waren irgendwie 70 Leute da, am Ende von dem Hirschkonzert waren es noch 5. Ja, der Auftritt von Hanna Gorik an sich dann war, glaube ich, ganz schön scheiße. Die Hanna Gorik-Leute haben sich überhaupt nicht mehr ernst genommen, das Konzert. Von Hanna Gorik hätte ich es eigentlich echt nicht erwartet, dass sie das da so raushängen lassen. Wenn du im Publikum stehst und du merkst, dass die da genau null Bock haben auf der Bühne und dass es die auch überhaupt nicht interessiert, wie sie rüberkommen. Selbst wenn die ein Konzert nicht ernst nehmen, sind sie spielerisch immer noch besser als wir. Aber so wie die sich oft geführt haben, da kommt sich das Publikum einfach verarscht vor. Der Knarf war dann auch während des Konzerts so sauer. So habe ich den noch nie dreschen sehen. Der hat gespielt wie unser alter Schlagzeuger, der Team. Was mich dann ganz schön angekotzt hat, war, als ich dann Bloody Roots spielen durfte, als ich dann dran war, kamen da die Leute von Hirsch auf die Bühne, haben sich ihre Trommel genommen und da irgendwas dazwischen getrommelt. War nur sinnloses Klapper und die ganze geile Zugabe war einfach mal voll im Arsch. Da hätte ich am liebsten die Sticks nach vorn geworfen. Also meiner Meinung nach eines der beschissensten Konzerte, was es Hanna Gorik überhaupt auf der Tour geboten haben. Für das letzte offizielle Hanna Gorik Konzert. Also ich weiß nicht, ob die sich so irgendwie ihren Abschied vorgestellt haben. Schade eigentlich, also ich fand's extrem schade.